Buzer, wir können weitermachen. Ey, Hang Jörn, grüß dich. Servus. Ey, wie geht's dir? Lange nicht mehr gehört? Ja, mir geht's super. Und dir? Auch. Letztes Mal war es im Stream Zember, ja? Oh Mann, das war chillig. Also, Hang Jörn, grüß dich. Eine Beichte, go. Okay, also ich und ein Kollege von mir, wir haben auf Instagram einen Fake-Account erstellt und haben uns die Bilder von so einer Influencerin, die hat vielleicht so 1000 Follower oder so. Wir haben halt ihre Bilder genommen. Er hat halt überwiegend, sage ich mal, so Bikini-Bilder und so gepostet. Und die war, soweit ich weiß, 18. Wir haben uns aber ins Profil geschrieben, dass wir 17 sind natürlich. Und dann haben wir einen Monat lang ein bisschen Follower aufgebaut. Und dann vielleicht so 300-400. Ja, und dann hatte mein Kollege mal so ein Bikini-Bild in die Story gepostet. Mit so einem hässlichen Spruch, so, ja, bring back summer. So Klassiker halt. Ja, und dann hat da so ein, ich würde mal sagen, Mitte-30-Jähriger Typ drauf reagiert mit so ein bisschen Flammen-Emojis. Ja, dann hat halt mein Kollege ein bisschen mit dem versucht, ein Gespräch aufzubauen, war so ein bisschen, hat so ein bisschen mit dem geflirtet. Und der ist halt auch voll drauf eingegangen. Und ja, nach ein bisschen Schreiben hat er den nach seinem Snapchat-Namen gefragt. Er hat natürlich auch direkt einen Snapchat-Account angelegt für den. Ja, und dann haben wir ein bisschen angefangen, mit dem hin und her zu snappen, ja. Oh ja, und dann hat er halt schon angefangen, so ein bisschen von seinem Oberkörper zu zeigen. Oh Junge, ey, so, das oh, sind dabei. Oh, ey, Boys, was macht ihr? Jetzt wart doch mal ab. Dann haben wir gesagt, oh ja, nicht schlecht, trainierst du und so. Er so, ja klar. Und so, ja, dann zeig mal mehr. Ja, und er so, ja, was kriege ich denn dafür? Und wir so, ja gut, zeig mal erst her. Und er dann halt direkt mit dem Dickpick reingekommen. Ey, Jungs, das kann nicht euer Ernst sein. Das ist eine Katastrophe. Ja, warte. Und dann natürlich direkt einen Screenshot davon gemacht. Sind nochmal auf sein Instagram-Profil gegangen. Da hat er ein Bild, wir wussten nicht genau, wer das war, aber wir glauben Cousine, Schwester, irgendjemand aus seiner Familie halt. Und dann haben wir halt erstmal den Chatverlauf und die Bilder dahin geschickt. Beziehungsweise mein Kollege. Ey, was? Warum? Warum? Aber ich höre mir wirklich. Ey, schau mal. Okay. Aber warte, muss man dazu sagen, also in seinem Profilbild war noch eine Dame zu sehen, mit der er sich geküsst hat. Also er müsste rein theoretisch vergeben gewesen sein. Ja, was soll das jetzt heißen, dass wir eine gute Tat am Ende des Tages so vollbracht haben? Ey, was? Na, null. Erstmal schon mal. Okay. Erstmal, ihr rippt irgendwelche Bilder von einer. Okay, kein Problem. Aber dass ihr euch die Mühe macht, da noch mit so jemandem zu schreiben, dann macht ihr auf einmal noch Snapchat. Oh, ihr hattet das nicht mal. Ihr macht noch einen Snapchat-Kanal auf, dann ein Snapchat-Dinger. Und dann, ey, warum? Ich check das nicht. Mein Kollege dachte, das wäre eine gute Idee. Wart ihr irgendwie beim Praktikum für so, keine Ahnung, für eine Detektivfirma oder was? Nee, eigentlich nicht. Aber mein Kollege fand es ziemlich witzig und ich dachte mir so, ja, oh, guck mal, wie weit der geht. Und er hat halt direkt das wie ihm. Digga, das ist wirklich. Nicht damit gerechnet. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie alt wart ihr da? 17 waren wir, glaube ich. Also, ja, also ist nicht ich, so lange. Ich weiß, dass ich in meinem Leben noch nie ein Fake-Profil erstellt habe. Und ich frage mich, mit welcher Motivation. Also man muss ja so viel Langeweile haben. Die Langeweile muss so kicken, dass man das macht. Weil allein, dass ihr auch noch so einen Snapchat-Account aufmacht und mit dem Typen schreibt so. Also wir waren da schon ziemlich hobbylos, muss man ehrlich sagen, ja. Ey, ich finde es halt wirklich, ich muss dir eins sagen, und das sage ich dir ganz ehrlich, ich finde es ultra asozial, ehrlich. Spätestens wenn es so oberkörperfreie Bilder sendet. Bro, ihr habt doch alles erreicht, komm, ihr habt den verarscht, so. Wir haben sogar noch im Chat gesagt, so, wir sind 17, dann meinte er am Anfang so, ja, ist ja kein Stress, wir machen ja nichts Schlimmes und so, und dann haben wir halt noch gesehen, dass er eine Freundin hat, dann dachten wir so, ja, okay, Digga, was ist das für einer? Digga, ich weiß nicht. So, vielleicht auch wenn am Ende noch so ein Funken von, ja, komm, wir informieren jetzt hier jemanden, damit die Bescheid wissen, auch wenn da so ein Funke doch drin war von Korrektheit, muss ich wirklich sagen, beide Parteien, Katastrophe. Dein Freund und du, Katastrophe und auch er Katastrophe, dass er sagt, zuerst kein Problem, wir machen ja nichts. Okay, ey, vielen Dank, Mann. Gerne, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Darf ich noch wen grüßen? Ohne natürlich. Dass du rausschneidest? Ich mach gar nichts, das macht Dave. Alles klar. Grüß. Ja, war ich nicht drin, aber danke dir, hau rein. Hey, man hat sich gehört, dein Internet ausgesetzt. Ich grüß. Mann. Grüß dich. Warte mal, du fragst, ob du jemanden grüßen kannst? Ja. Ich sag ja und du weißt nicht, wen du grüßen möchtest. Ja, Mann, genau. Okay, Grüße an. Wiederschauen und rein. Ey, Hang Jörn auch rein, ciao. Ey, ich kann euch nur eins sagen, weil es auch mal ein Freund von mir widerfahren ist. Nicht so schlimm, ne? Aber der hat auch mit jemandem geschrieben, die nicht wirklich existiert hat. Hat sich dann mit derjenigen verabredet und da war dann jemand anderes da am Treffpunkt. Ich finde es. Keine Ahnung.
So, weißt du, wenn man mal, ja, es ist schwierig, vor allem, wenn die so auf Real noch im Monat diesen Kanal ziehen. Wisst ihr, jeder von uns kennt diese Fake-Accounts, wirst mal angeschrieben, gehst aufs Profil drauf, 20 Bilder an einem Tag hochgeladen worden, blockieren, weg, ciao. So, das kennen wir alle, aber wenn die noch so eine, ja, im Monat ist auch nichts, ehrlich. Ihr braucht den Namen nicht reinschreiben, ihr werdet den niemals erraten. Der ist nicht bekannt, der ist nicht bekannt, der macht nicht Twitch oder YouTube oder so. Ich finde es übel dumm, Mann. Ey, Leute, wenn da irgendwelche Leute falsche Hoffnungen haben oder keine Ahnung, so, ey, das ist echt, echt wack, Mann. Und an alle da draußen, egal ob Frau oder Mann, wenn ihr angeschrieben werdet, keine Ahnung, und das Profil ist einen Monat alt, ich bin euch ehrlich, ich würde da nicht antworten. Egal, wie gut da jemand aussieht, so. Auch wenn es real ist, dann war es halt so, aber ein Monat, Digga, pff, das ist nichts. So, nächster oder nächster. Ey, Herr Nett, grüß dich. Ja, guten Tag. Ey, wie geht's dir? Ganz gut so, ne? Und euch? Auch gut, dankeschön, dankeschön. Ey, eine Beichte go? Also es war so, glaube ich, Oktober letzten Jahres, war ich draußen mit zwei anderen, die hatten halt Lust, was zu trinken, so, ne? Mhm. Ich bin 16 jetzt, war 15 da noch, und da haben wir halt so zwei Jim Beam Flaschen. Ja, vielleicht waren die auch nicht so gekauft gewesen. Wer weiß, ne? So. Dann fährt vielleicht auch die Polizei an uns vorbei. Und ich hab vielleicht noch so ein Messer dabei gehabt. Wer weiß. Ja, kann das sein. Ja, ja, so ein Karambitmesser aus CSGO vielleicht, ne? Wo wohnst du? Frankfurt, ne? Hallo? Ja, erzähl weiter. Fährt der Polizei bei uns vorbei, hält uns so an, ne? Weil da wurde halt was gesagt, dass da was geklaut wurde. Das war im Edeka. Und dann haben die uns halt, wollten die uns kontrollieren. Wir sind erst weggerannt, vielleicht. Und haben es da nicht geschafft. Dann ging es halt so weiter. Dann wurden die uns kontrollieren. Ich habe halt das Karambit dabei gehabt und die Flaschen. Welche Farbe? War das so Karambit Fade-mäßig oder Tiger Tooth? Ja, Fade. Ein Fade. Fade, okay. Erzähl weiter. Und vielleicht hat er auch Zigaretten dabei, weiß. War nicht meine, war ein Kollege. Wie alt war der? War nicht, 19. Volljährig auf jeden Fall. Ja. Mhm. Dann hätte er auch theoretisch die Whiskyflaschen kaufen können, oder? Ja. Hat er auch, oder? Ja, hat er. Sie war das auch. Und vielleicht kam es auch dann so, dass wir, also ich dann auf jeden Fall nach Hause gefahren wurde von den Polizisten, was meine Eltern nicht so gut fanden. Ich bin dann reingekommen, hab vielleicht gehofft, die Polizisten kommen nicht mit rein, aber die sind dann doch mit rein. Mein Vater war gerade im Wohnzimmer mit meinem kleinen Bruder. Ich hab gesagt, kannst du mal bitte kurz herkommen? Was mit er? Er sagt nein. Was will er jetzt von, was will ich so von ihm? Will er jetzt? Warum bin ich schon so früh zu Hause auch? Da habe ich gesagt, ja, komm mal bitte jetzt. Da hat die Polizei schon so. Du wurdest gefragt, warum du so früh zu Hause bist. Ja, von meinem Vater. Okay, erzähl weiter. Dann sagt die Polizei halt, schönen guten Tag, die Polizei ist da. Dann ist meine Mutter auch schon aus der Küche gekommen und mein Vater kommt auch so. War halt nicht so eine schöne Erfahrung, ne? Vorab schon mal eine Sache. Ich weiß nicht, wann du in den Stimmbruch gekommen bist. Ich habe das Gefühl, du bist geboren, als du geboren wurdest, warst du schon im Stimmbruch. Deine Stimme ist so tief, das ist unglaublich. Hättest du nicht gesagt, du bist 16, hätte ich gesagt, der Typ ist 25. Also wirklich unglaublich. Andere Sache noch. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist oder ob man das generell so vergleichen kann mit damals war es so oder so. Damals ist es eigentlich eh immer so dumm, deswegen scheiß auf das damals, was ich gesagt habe, aber so richtig harten Alkohol habe ich das erste Mal getrunken. Ich meine mit, ich kann mein Maul halten. Mit 5, ich kann mein Maul halten. Ich glaube, mit 16 habe ich mal Wodka getrunken oder so. Ich kann still sein. Zigaretten ist wild, finde ich. Das ist auch so, ich rauche, es ist ja nicht so, dass ich jetzt halt jeden Tag auch einen rauche. Ich rauche mal manchmal, wenn ich mit ein paar anderen draußen bin. So. Okay, sagen wir es mal so. Was natürlich gar nicht geht, jetzt können wir auch ehrlich sein, ist, dass die Flasche halt geklaut worden, so, ne? Ja. Dass du, aber ich kenne diese Karambit-Skin-Messer, weil Peter davon welche besitzt. Sind die überhaupt so richtig scharf? Die sind scharf, ja. Aber mit welcher Intention hast du das Messer mitgenommen? Zur Selbstverteidigung oder was? Nein. Ich habe das auf, glaube ich, vor 2 Jahren mal bestellt gehabt, weil ich fand es einfach schön. Ich habe halt auch CSGO gespielt und so. Mhm. Und dann habe ich halt einfach immer in meine Jacke gehabt. Aber also. ich finde es so wild, dass du einfach dieses Karambit-Ding dabei hattest, so auf random einfach. Also ich bin ja auch ehrlich, okay, der Polizist hätte nicht so Spaß verstanden, glaube ich, aber überleg mal so. Das war auch so. Ja, mach jetzt kurz fertig. Nee, erzähl du. Ich war schon fertig. Ja, das war auch so. Da habe ich mich gefragt, könnte ich die bitte kontrollieren? Da habe ich gesagt, ja, aber kann ich Ihnen davor kurz noch was geben, ne? Ja. Da habe ich das Messer rausgeholt. Er hat mich so komisch angeguckt. Ja, das glaube ich. Ich muss trotzdem noch eine Sache sagen. Chat, ja, ich weiß nicht, wie es ihr seht. Ich finde, auch wenn man da von der Polizei nach Hause begleitet wurde und so, alles gut, Mann.
Wirklich. Natürlich ist es scheiße, dass die Flaschen da geklaut wurden. Mit 15 sich schon so ein bisschen Whisky reinkippen, auch kacke, ne? Brauchen wir gar nicht sagen. Aber ich finde auch, das war jetzt eine gute Erfahrung. Seitdem haben wir es auch nicht mehr gemacht. Ich habe halt seitdem auch nichts mehr geklaut und will auch nie mehr das klauen. So. Weil jetzt gut, dass es jetzt auch schon passiert ist, wäre es jetzt auch öfters passiert, dass ich geklaut habe und dann, ja. Ja, ey, schau mal. Der hat seine Erfahrung gemacht, so. Natürlich wird er jetzt auch sagen, an alle, die auch 15 sind, nur ein Jahr jünger als er, würde sagen, ey, trinkt nicht irgendwie so hartes Ding. Wartet einfach, bis ihr 16 seid oder trinkt mit eurem Dad mal. Fragt mal höflich mit 15, ey, kann ich mal einen Schluck vom Bier nehmen, würde vielleicht ja sagen und gut ist so, ne? Also hier ist jemand, der ist ein Jahr älter, hat da Erfahrung gesammelt. An alle, die es sehen, könnt ihr euch, ihr habt es jetzt gehört, so ist es. Und ist auch nicht das Coolste, so, überleg mal, du kommst nach Hause und dein Dad denkt so, ein Loser, der wollte erst um 0 Uhr da sein mit 15, ist jetzt hier schon um 22 Uhr daheim und schafft sich mal alleine nach Hause zu kommen. Nein, wird auch noch von zwei Polizisten begleitet. Das war keine schöne Erfahrung. Ey, Herr Nett, danke, dass du da warst, ja? Kein Ding, ne? Schönen Abend noch. Ey, ebenfalls, dir auch. Alter, Buzer wirklich direkt rausgemoved. Ey, der hat mich gar nicht mehr gehört. Das klingt jetzt so, für ihn Feeling, Buzer, ich bin dir ehrlich, auch wenn du nicht sprichst, Buzer spricht einfach nicht. Für ihn ist so mäßig, ja komm, der Typ hat jetzt zu Ende gelabert, komm, ich lass ihn auf Disrespect-Basis nicht mehr zu Ende reden. Ey, Mann, muss ich aber ehrlich sagen, nochmal jetzt im Nachhinein, Chat, alles gut, fand ich nicht so. Also, wie soll ich sagen? Also natürlich, mit 15... zu trinken ist kacke so, überwack, aber wenn ich zum Teil auch dann höre, dass Leute mit 14, 15 so Gras rauchen, dann war noch diese Doku über Manipulation von Gras, Digga, da mache ich mir viel mehr Sorgen, dass einer mit 14 vier Jahre lang kifft und mit 18 einen kaputten Schädel hat, da hoffe ich lieber, und das klingt jetzt dumm, aber nur spezifisch für den Fall, hoffe ich, dass der lieber mal bei seinem Dad vielleicht ein Bier probieren will und dann mit 16 mit seinen Jungs sich einen Sixer kauft und die am Wochenende, wenn es wieder möglich ist, das machen, sage ich euch offen und ehrlich. Und damit will ich jetzt nicht anspornen, dass Leute Alkohol trinken, aber lieber so in dem Rahmen als andersrum. Naja. Ey, und auch wenn ich in den Chat gucke, viele schreiben plus eins, sehe ich auch so. Ja, ich weiß, sowas ist immer ziemlich kritisch dann zu sagen, weil Leute sagen so, ja, wie kannst du jetzt hier für Alkohol so, wie kannst du so gut dastehen lassen, ist auch eine Droge, ist so, aber deswegen, wie gesagt, nur in dem Beispiel spezifisch. Und ich bin auch nicht besser wie jeder andere wahrscheinlich. Ich habe auch schon von Alkohol gekotzt, keine Ahnung, ein paar Mal so, also von daher. Nächste oder nächster?